Hallo zusammen, ich möchte euch die Sternzeichenlegung für Sternzeichen Zwillinge aufnehmen. Wir schauen mal, was der März für die Zwillinge bereithält. Denkt daran, es ist eine Kollektivlegung. Wenn es nicht resoniert, ist es nicht deine Botschaft, dann bitte ignorieren. Und alle Infos zu mir, zu meinen Legungen und zu persönlichen Beratungen findet ihr unter dem Video verlinkt. So, wir starten für Sternzeichen Zwilling im März. Und wir nehmen eine Hauptüberschrift, wie immer, mit den Naturgeistern. Und wir haben, lass deine positiven Gefühle Kreise ziehen. Es geht auch bei dir wieder darum, in die Leichtigkeit zu kommen, in die Positivität zu kommen und ja, in einen leichteren März überzugehen. Ja, wir schauen mit anderen Orakelkarten, was der März so bereithält, auch bei dir. Die Masken, auch du hast viel erkannt, wo mehr Schein als Sein ist, wo Masken getragen werden. Und ja, genau, das ist diese schöne Ergänzung. Ich muss lachen, es kommt schon wieder. Aufräumen, clean it up. Du hast erkannt, wo sind die loyalen Herzen und wo ist eben diese Maske. Und da hast du aufgeräumt, wirst du noch aufräumen im März. Und ja. Wir schauen weiter. Ja, es ist verrückt. Im März ist wirklich sehr viel aufräumen, sauber machen, angesagt bei vielen Sternzeichen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Zeitqualität im Moment. Aber gut, wir schauen mit den Tarotkarten, was die Ergänzung ist für Zwillinge. Ja, du gehst weg von alledem, was dir nicht gut tut. Du gehst weg von alledem, was dich verschließen lässt. Du hast keine Lust, dein Herz zu verschließen, du möchtest dich öffnen. Und das beginnt alles mit einer bewussten Entscheidung, dass du eben gewisse Dinge nicht mehr im Leben haben möchtest. Auch vielleicht die bewusste Entscheidung, diese positiven Gefühle Kreise ziehen zu lassen und auch bei dir die Wunscherfüllung der Stern. Heilung, Wunscherfüllung. Und ich glaube auch bei dir, lass diese positiven Gefühle, Gedanken, deine Wunscherfüllung Kreise ziehen, dann möchte das auch wirklich in dein Leben kommen. Bei dir ist es auch eher eine langsame Energie, es ist stetig und konstant, aber eher langsam. Aber du weißt, wie man daran arbeitet, dass es in dein Leben kommt. Und du weißt jetzt auch, wie man daran arbeitet, Enttäuschungen zu überwinden. Und das ist eigentlich die klassische Karte für diese positiven Gedanken. Fokussiere dich nicht auf das Negative, dreh dich um und schau auf das Positive. Und diese Positivität möchte jetzt Kreise ziehen und auch andere berühren. Und das ist eigentlich sehr schön. Auch du hast diese Abgeschlagenheit, Ausgelaugtheit bei dir. Ich hoffe, dass es jetzt im März durch ist. Und der Ausblick für März sieht positiv aus, weil du wirst jetzt wirklich einen Umbruch erleben. Deine Abwehrhaltung wird sich auflösen. Es gibt einen Blitzeinschlag, es gibt einen Umbruch, aber ich sehe das nicht negativ, sondern es wird das zusammenbrechen, dass du in dieser Negativspirale bist. Und du wirst dich jetzt wieder in Balance bringen im März. Du wirst dich ausbalancieren, stabil sein und alles ein bisschen mehr mit Sonnenschein und Leichtigkeit nehmen. Gut, wir machen mal weiter für die einzelnen Orakelkarten. Wir schauen mal auf die Masken. Auf dieses Glitzern, was mehr Schein ist als Sein. Ja, das ist das, was dich abgeschlagen und ausgelaugt gemacht hat. Vielleicht bist du auf die falschen Menschen eingegangen, vielleicht hast du einen falschen Job oder irgendetwas im Leben gehabt, also falsch, relativ, wo dir nicht gut getan hat, wo nicht dienlich war für dich. Und das hast du erkannt und nach 10 kommt das Ass, das heißt, du hast die Erkenntnisse und jetzt auch die Reife, um da rauszugehen. Und das ist gut, wir lassen das so, der Herrscher ist eine sehr große Karte. Du hast die Reife, die Stärke, aus diesen Situationen rauszugehen und ja, dem Rücken zuzuwenden, was sich nicht gut anfühlt für dich. Wir schauen auf die loyalen Herzen, weil das ist sehr wichtig. Du hast trotzdem loyale Herzen in deinem Leben, du bist loyal, ja, und du bist geerdet und stabil. Und das ist gut so. Du hast die Königin der Münzen bei dir. Sie sitzt fest im Thron, weiß, was sie hat, ist stabil. Und ich glaube, solche Menschen möchtest du eben im Leben haben. Wir haben hier einen König der Stäbe. Das ist diese Leidenschaft, Kreativität, aber auch diese Inspiration und dieser Wille, nach vorne zu gehen.
und dem Nah. Und ich glaube, das ist so sinnbildlich dafür, dass du Menschen in deinem Leben haben wirst oder schon hast, auf der einen Seite stabil, sicher und auf der anderen Seite etwas oder jemand, wo dich inspiriert. Und das ist sehr schön. Wir schauen auf das Aufräumen. Der Hirsch. Ja, eben, und das ist genau dieser Umbruch. Wir haben jetzt zweimal den Turm. Mit deinem Aufräumen wirst du diesen Umbruch hervorrufen. Und das ist eigentlich gut, auch wenn es anstrengend ist. Es bereitet dir noch Sorgen, weil du nicht weißt, vielleicht, wo du aufräumen sollst oder bei wem. Aber du wirst das machen, weil du möchtest einen Neuanfang. Wir haben den Narr und wir haben den Magier. Das sind Neuanfänge für dich bereit. Und der erste Schritt ist das Aufräumen, damit du in deine Wunscherfüllung kommst. Du hast zweimal den Stern, zweimal die Wunscherfüllung, zweimal die Heilung. Ja, März wird einfacher. Vielleicht am Anfang ein bisschen holprig, bis dieser Turm mal eingestürzt ist, aber dann kommt der Neuaufbau. Wir schauen auf deine Positivität, die Kreise ziehen soll. Ja, faires Geben und Nehmen. Achte darauf. Wenn du es nicht bist, achte bei anderen darauf, wer fair ist mit dir, wer Masken trägt und wer nicht. Und hier dieser Tod, die Transformation, das Alte möchte wirklich absterben, damit das Neue anfangen kann. Und das ist dieses Positive. Das Positive und die Ruhe möchte jetzt Platz finden. Und das ist sehr gut. Und ich glaube, wenn du in die Ruhe kommst, wenn du dich ausruhst und wie gesagt mit diesem Ast der Schwerter, wo du jetzt bekommst, weil du bist hier mit 10 der Schwertern, damit kannst du wirklich zur Ruhe kommen. Und mit dieser Ruhe, die du hast, wirst du, denke ich mal, sogar anderen Menschen helfen können. Gut, wir nehmen eine Engelskarte und wir haben Vergangenheit, erinnere dich an all das Gute. Und das ist eben diese Positivität, deine positiven Gefühle, die Kreise ziehen sollen. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn du vielleicht nicht nur loyale Menschen im Leben hattest oder einen loyalen Job, wenn da viele Masken waren, erinnere dich trotzdem an das Positive und an das Gute, damit du eben nicht in diese, ja, Negativspirale reinkommst. Wir nehmen noch eine andere Botschaft für Zwillinge im März. Der Engel des Vertrauens. Ich lese das vor. Vertrauen heißt, sich dem Leben zu stellen und zu genießen. Besinne dich auf die positive Kraft in dir und gehe immer vom Besten aus. Hab Vertrauen in dich und deine Engel. Sie werden dich unterstützen und dir helfen, das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Die Botschaft deines Engels: Nur wenn du Vertrauen in dich hast, kannst du das Glück finden und dein Leben erfolgreich und gesund gestalten. Glaub an dich. Das ist diese Positivität, wo Kreise ziehen sollen. Dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Wir nehmen noch ein Krafttier für Zwilling. Der Adler, der Allgeist ist mit dir. Und wir hatten jetzt vorhin mit dieser Engelskarte das Vertrauen. Der Allgeist ist mit dir. Du darfst ins Vertrauen gehen, du darfst in die Positivität gehen, du darfst an deine Wünsche glauben. Du bist beschützt, du bist behütet, es kann dir nichts passieren. Und auch wenn dieser Turmmoment kommt und etwas einstürzt, es ist wirklich nur dafür gedacht, dass etwas Neues gebaut werden kann. Gut, wir nehmen noch L'Élément für die Zwillinge im März. Und wir haben Reichtum, Fülle, Seelenpartnerschaft. Ja, die Fische, eine sehr gute Karte. Und nochmal hier die Entscheidung, hier der Wagen. Du darfst dich entscheiden, in welche Richtung du gehst. Aber egal, wie du dich entscheidest, ich sage das immer wieder, wenn du daran glaubst, dass das Glück in dein Leben kommt, wird das Glück in dein Leben kommen. Wir haben den Klee, das Kreuz. Das Kreuz kann auch für Belastung stehen, 10 der Schwerter. Aber das Glück steht in den Startlöchern und möchte kommen. Und wir haben noch den Mond. Aber ich glaube, hier geht es eher um das Unterbewusstsein und nicht um geheime Dinge. Es geht wahrscheinlich darum, dass du wieder mehr nach draußen gehst, deinem Unterbewusstsein, deiner Intuition vertraust und dich wieder mehr öffnest und wirklich jetzt, vielleicht gehst du auch wirklich in die Öffentlichkeit, aber wieder mehr rausgehst aus dir, um den März genießen zu können. So, wir lassen das so stehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen März und bis bald.